Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das hier ist eine Videoantwort an den Manu vom Kanal Saar Knives and Gear. Der Manu hat die 100 Abonnenten geknackt. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Das hast du dir wirklich mehr als verdient. Jedem meiner Zuschauer empfehle ich mal, auf seinem Kanal vorbeizuschauen. Dort wird eigentlich jeder fündig, der sich gern mit Messern, EDC oder Gear beschäftigt. Und der Manu hält ab und an so richtige Hochkaräter in die Kamera. Viel wichtiger finde ich allerdings, dass er weiß, wovon er spricht, wenn er etwas vorstellt. Also da ist dann auch richtig Substanz dahinter. Von meiner Seite eine klare Kanalempfehlung. Der Manu hat in seinem 100 Plus Abo Spezial zu einer Videoantwort aufgerufen und das Ganze mit einem Giveaway verbunden. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier. Thema dieser Videoantwort: Wir sollen einen EDC-Gegenstand oder ein Messer vorstellen, zu dem es eine tiefergehende emotionale Bindung gibt. Das Thema finde ich sehr schön, aber gar nicht so leicht. Emotionen können ja durchaus mal negativ belegt sein. Und nicht so leicht auch deswegen, da mir gleich zwei Messer eingefallen sind, die ich mit wichtigen Menschen verbinde. Da musst du jetzt dann durch, Manu, es tut mir leid. Gut, dann fange ich mal an. Das hier ist das Haller Power Blitz. Das ist ein Automatikmesser, das ich irgendwann mal genauer vorstelle. Aufs Messer gehe ich jetzt also nicht tiefer ein, sondern mehr auf die Geschichte dahinter. Das ist eines der wenigen Gegenstände, die ich nach dem Tod meines Vaters von ihm geerbt habe. Mein Vater und ich hatten nie das beste Verhältnis. Gesehen habe ich ihn als Kind etwa alle 2 bis 3 Wochenenden und im Erwachsenenalter eigentlich fast nur noch zu Geburtstagen oder Feiertagen. Also so richtig schöne Momente hatten wir zwei selten miteinander. Das kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Und dieses Messer verbinde ich trotz allem, trotz all dieser eher negativen Geschichten natürlich mit der Trauer um meinen Vater, aber auch mit viel Wut, weil mir ist nach seinem Tod leider einiges klar geworden und darüber hätte ich gern zu Lebzeiten mit ihm noch geredet. Also, wenn ich es gewusst hätte. Also, es ist dann wirklich so, immer wenn ich dieses Messer sehe, ist dann auch ziemlich viel Verbitterung im Spiel. Aber naja, ich kann es jetzt nicht mehr ändern und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich da vielleicht lockerer dazu stehe oder vielleicht drüber hinwegsehen kann. Mal sehen. Messer Nummer 2 ist ein Friction Folder aus der katalanischen Gemeinde Consell oder besser Consell. Daher auch der Name des Messers, Campins Consell. Das sind handgefertigte Messer mit einem Griff aus Olivenholz und einem nicht näher bezeichneten rostigen Stahl. Sehr, sehr traditionell gehalten, relativ roh verarbeitet, balliger Anschliff und 100% 42A-konform. Ich habe an dem Messer noch ein bisschen nacharbeiten müssen, dass es so aussieht, wie es aussieht. Ja, ich werde euch das mal irgendwann extra vorstellen. Dieses Messer hat mir meine Freundin im Sommer 2016 in einem Spanienurlaub zum Geburtstag geschenkt. Und hier geht es also wirklich jetzt um den Menschen. Sie geht mit mir wirklich durch dick und dünn, wobei die letzten 2, 3 Jahre wohl eher dünn waren. Also das heißt, sie steht wirklich absolut bedingungslos hinter mir und das trotz dieser schwierigen Zeit. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich weiß auch, dass so etwas nicht selbstverständlich ist. Also ich kann dafür wirklich nur sehr, sehr dankbar sein. Deswegen auch ein riesengroßer Dank an meine Freundin auf diesem Wege. Ich denke mal, dass man mindestens 1 bis 2 Menschen im Leben braucht, auf die man sich im Notfall verlassen kann. Allein wird es relativ schwer. Aber es muss natürlich auch von einem selbst was zurückkommen. Das ist natürlich klar. Also dieses Messer steht für mich irgendwie für Liebe, Zuversicht und auch Vertrauen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das möglich wäre, würde ich das gern mit ins Grab oder die Urne nehmen. Also wenn es soweit ist natürlich. Ja, mal sehen. Also vielleicht kann ich mir das ins Testament schreiben. Mal sehen. Okay, das war's auch. Ich hoffe jetzt mal, das war nicht ganz so langatmig. Auf weitere Videoantworten an den Manu bin ich wirklich gespannt, denn das Thema gibt natürlich einiges her. Gut, dann noch vielen Dank an den Manu für die Möglichkeit der Teilnahme am Gewinnspiel. Allen anderen Teilnehmern natürlich ganz viel Glück.
Das war's dann auch. Ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.